Da geht man mal schön mit seinem Mittelklasse-Setup einfach mal hier am Bärensee auf Barbe, auf Goldschleie und so weiter und so weiter. Und das Ganze mit dem Sick Rick. Und dann eskaliert mir hier so ein Brocken rein. Ich weiß gar nicht, was der will von mir. Der zieht mich hier schon 10 Minuten quer durch den ganzen Acker. Hat mir schon die Bremse in Flammen gestellt. Komplett am Eskalieren. Ich weiß gar nicht, wann der mal aufhört hier. Und mal langsam müde wird. Ich vermute einfach mal, es ist ein Amur, weißer Amur maybe. Keine Ahnung, 20 Kilo plus vielleicht. Auf jeden Fall ist er übelst reingegangen. Oder mein Setup ist falsch aufgebaut. Alles auf 18 Kilo. Und er hat einfach Bock, er hat einfach Bock. Kannst du dir nicht ausdenken, Alter. Der zieht und zieht und zieht. Ich bin hier schon einmal quer um den Acker herumgelaufen hier. Nur am Joggen. Ich habe schon Blasen an den Füßen. Mann, nur von dem Drill. Zweite Paar Schuhe schon durchgelatscht hier. So ein Ding ist das. So, jetzt müssen wir erstmal hier ein bisschen gucken, dass wir den locker reinkriegen. Ich habe hier das gesamte Setup nochmal umgebaut. Alles nochmal überarbeitet, nochmal andere Schnur drauf gemacht. Schön hier mit Nylon-Mylon. Schön weich, butterweich, Alter. Schön reingegangen, damit das hier auch ordentlich, ja, damit hier die Kopfschläge schön abgefedert werden. Aber ohne Scheiß, Alter, der will und will und will nicht müde werden. Egal wie hoch ich ziehe. Deswegen müssen wir den erstmal noch ein bisschen entspannter rumfahren lassen. Der macht das schon. Grundsätzlich vom Setup her, wie gesagt, gerade komplett eben auf Sick Rick. Ich habe da ein bisschen rumgespielt und noch ein bisschen Variationen getestet. Und jetzt hier am Bärensee, hier haben wir ja auch schon die Anzeige, die auch funktioniert für die Wassertemperaturen. Hier am Bärensee teste ich das jetzt mal ein bisschen mehr. Und zwar vom Plan her, im Idealfall quasi eine Köderkombi und... Bei der Köderkombi, also wir haben ja diesen Foam, diesen Schaum als Köder, zweierlei von diesem Foam. Manchmal, also entweder gleich oder eben komplementär, aber eigentlich egal. Erstmal gleiche Kombi und letzten Endes eigentlich ja nur den Dip ändern. Wir haben, also von den Einstellungsmöglichkeiten, man muss einfach mal überlegen, welche Möglichkeiten haben wir, das Sick Rig umzustellen, zu variieren, für den Fisch interessant zu machen. Wir haben natürlich drei Varianten von dem Foam. Einfach nur ein so ein Foam-Bällchen, Doppelfoam oder Maiskorn mit diesem Foam. Ich habe jetzt Doppelfoam und da wähle ich dann entweder, wie gesagt, ähnliche Farben oder ähnliche Farben mit einmal Kontrast, maximalen Kontrast. Also Komplementärfarben, grün, orange, lila, gelb und solche Sachen, schwarz-weiß. Ganz simpel. So, und das sind so quasi dann die gegensätzlichen Farben, einfach für einen dollen Heft oder heftigen Kontrast. Und dazu dann eigentlich nur, wie gesagt, die Dips, mit denen man dann variiert. Weil die Foams an sich haben ja keinen Geschmack, es ist nur Optik. Und die Aromatik, das Triggern sozusagen, das muss dann eben über die Dips passieren. Und dementsprechend teste ich jetzt gerade im Idealfall eigentlich immer die gleiche Köderkombi. Setup, alles komplett gleich. Gleiche Köderkombi und dann eben verschiedene Dips. Was man allerdings im Moment auch noch testen muss, und das macht jetzt gerade den Test so ein bisschen schwieriger, die unterschiedlichen Vorfachlängen. Weil das ja noch nicht so ganz klar ist, habe ich jetzt zumindest mit gleichen Dips und Ködern nochmal unterschiedliche Vorfächer dran, damit man auch weiß, wann, wie, wo, bei welchen Außentemperaturen bzw. Wassertemperaturen ballern die Brocken auf welcher Vorfachslänge, also Wasser, Schicht, Tiefe, wo ballern sie dann rein. Ist noch alles ein bisschen tricky und ich glaube, wir brauchen noch ein paar Wochen, bis wir da so richtig durchgestiegen sind. Ich bin echt gespannt, wann sich da ein bisschen was ergibt. Wir hatten ja gestern hier am Bärensee das erste Mal schön 6-7 Stunden lang konstant kalte Wassertemperatur.
Und da waren wir ja auch im Stream und hatten auch ein paar Barben und hier und waren auch unterwegs, war auch ganz okay. Aber da hatte man zumindest dann die Möglichkeit zu sagen, alles klar, laut Rig-Beschreibung, die ja mittlerweile auch auf Deutsch ist, steht dann da ja auch drin, kalte Temperaturen, der Fisch eher an der Oberfläche. Stopp, ich korrigiere nochmal, bevor die ganzen Real-Life-Angler wieder sagen, mimimi, kalte Temperaturen. Ich habe gelernt, da sind die Fischer. Wir reden von kühlen Temperaturen. Wir haben hier Schwankungen von Mitte 20 Grad bis unter 20 Grad. Also wir sind hier bei kühlen Temperaturen. Wir sprechen hier nicht von kalt wie im Winter. Der Fisch ist regungslos auf dem Grund und ist da in Schlafphase sozusagen und reagiert kaum noch. Nee, es ist kühl. Auch wenn dann da steht kalt im Verhältnis. Wir haben ja hier im Game keinen Winter. Also wir schwanken hier von vielleicht 10 Grad, Mitte 20 bis irgendwie 15 Grad. Mehr ist das ja nicht. Also, wenn die halt dann bei kühlen Temperaturen eher an der Wasseroberfläche sind und dort ein bisschen Sonne tanken wollen, weil es halt so kühl ist, dann nehmen wir eben dafür die längeren Vorfächer. Und das hatten wir eben gestern die ganze Zeit als Phase und da eine ganz gute Möglichkeit, das auch nochmal ein bisschen zu testen. Hat auch ganz gut funktioniert. Jetzt haben wir hier wieder Normaltemperatur. Und da muss ich ja wirklich sagen, was auch immer Normaltemperatur ist, normale Wassertemperatur, kickt bei mir überhaupt nicht rein. Oha, ja, der müsste doch irgendwie 20 plus haben. Eieieiei, hat er sich aber gut verkauft. 27,9. Ich gehe mal zurück zu den anderen Routen. Kannst du dir ja nicht ausdenken. Alter Falter. Mann. Hat den einer gesehen? Der Rako? Hat der Rako den gesehen? Oh, Wochenrekord, weiße Amur. Uff. 27,9 Wochenrekord. Ja, dankeschön. Dankeschön für den Fail. Ja, auf Stippe, genau. So, jetzt aber schnell zu den anderen Routen. Schnell. Aber hier eskaliert es schon wieder. Welche Route fehlt denn? Die 1 war es. Also, auf dem Setup hier. Wir gucken gleich nochmal genau rein im Detail. Erstmal wieder auswerfen. Damit hier auch der nächste Brocken reingehen darf. Ich habe übrigens noch keine Futtermische drin. Ich stehe hier blank. Das ist ja der Oberburner. Aber hier, nächstes Sickrig. Zack. Nächstes Sickrig, nächster Brocken und auf dem anderen Setup geht auch schon wieder einer rein. Oh klar, erstmal kleiner Schubi. Und da müssen wir jetzt gleich erstmal hier ein bisschen gucken und testen. So, zack, der nächste kleine. Nylonschnur, Alten. Nylonschnur. Wir haben ja jetzt hier die Möglichkeit mit dieser wunderbaren Evia 6000 habe ich ja jetzt hier. Also das ist quasi das Setup. Jetzt zuletzt nochmal umgebaut, was ich für den Kupfersee auch verwende. Können wir auch nochmal kurz drauf eingehen. Ich hatte ja zuletzt die Winkelpicker immer verwendet für die 6000er Rollen hier. Und das habe ich jetzt umgestellt auf die 3000er. Das heißt, ich habe jetzt die Winkelpicker mit den 3000ern, also schön klein und fein. So, einmal straff ziehen. So. Also, Winkelpicker mit 3000er fürs Medium-Leiter-Angeln am Kupfersee. Winkelpicker haben, also die ich jetzt habe, plus auf die Montagearten. Brauche ich nur, wenn ich verschiedene Köderarten teste, wenn ich verschiedene Köder oder Montagen verwende, die ich nicht geskillt habe. Jetzt und hier verwende ich Montagearten, die ich alle komplett geskillt habe. Also, Sickrig, hocke ich gerade vor. Zack, 3 Punkte drin im Sickrig. Pop-Up-Rig, Haarmontage. Pop-Up-Rig, Haarmontage, das sind natürlich die beiden absolut essentiellen. Auch Haarmontage am Kupfersee funktioniert richtig, richtig gut. Aber jetzt gerade in Verwendung Haarmontage und Pop-Up. Und Sickrig teste ich jetzt gerade, deswegen sind da auch gerade die Skillpunkte drin. Und ja, das passt so ganz gut. Für alles andere brauche ich ja quasi keine Routen mit Plus auf die Montageart. Da empfiehlt sich halt eher Plus hier oben
aufs Grundfischen. Und dieses Plus aufs Grundfischen habe ich hier natürlich in Verwendung mit der Royal Picker. Plus 10%. Das heißt, wir haben jetzt hier auf diesem Setup, auf allen drei Sets, 110% Grundangeln. Mega gut, so soll das sein, wollen wir haben. Dadurch fangen wir mehr Fische und erhöhen einfach die Frequenz, haben vielleicht eher eine Chance, was Dickes zu fangen. Das gesamte Setup hier, wie gerade gesagt, alles hier schön weich gerade eingestellt mit der Nylon, die habe ich mir gerade geholt noch. Und die nehmen wir jetzt hier schön fürs Angeln auf diesem Setup. Hier passen die kompletten 300 Meter drauf. Wir sind also komplett mit dem Setup übertrieben unterwegs und können das hier alles schön ausnutzen. 18, alles hier auf 18. Auch hier übrigens bei den Vorfächern, auch hier ist eine Nylonschnur mit drin, genau auf 18 Kilo. Ich habe jetzt mal einen 1er-Haken gewählt. Und für das Sig Rig einfach mal diesen Shot-Einser-Haken. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, welche Hakenform oder sowas da wirklich gut ist oder relevant ist. Teste ich auch noch mal ein bisschen rum. Im Großen und Ganzen bin ich hier komplett eher gerade so mit Sahne unterwegs. Ne? Cream 14, hier einmal mit Milchcreme. Irgendwo ist was drauf. Milchcreme, hier ist was drauf. Und da geht der nächste Brocken rein. Jawollo, das ist die Kombi hier. 14-14. Wir gucken gleich mal ins erste, da war der Amur drauf. So, da geht der nächste jetzt hier rein auf Milchcreme. Und Vorfachslänge ist halt immer entscheidend, ne? Das wird demnächst ganz wichtig. Noch wichtiger als alles andere. Temperatur, Wassertemperatur maybe. Und dann die Vorfachslänge. Ich habe mir jetzt gedacht, bei normal nehme ich mal nicht ganz so lang. Zwischen 20, 30, 40 habe ich, glaube ich. Gucken wir gleich nochmal rein. 20, 30, 40 Zentimeter. Also eher etwas grundnäher. Direkt wieder raus hier. 17 Meter natürlich, wie immer. Zack. So, jetzt gucken wir mal eben rein hier ins erste Setup. Da war ja jetzt gerade hier der dicke, fette Amur drauf. So, das ist hier Cream und Black und Cream und Milk Cream. Also, alles schön milchcremig. Einmal mit so einem Kontrast, mit so einem schwarzen Kontrast. Aber ansonsten 18-18 und komplett eben auf Milchcreme. Und das scheint, ja, schon mal ganz gut, zumindest den Amur geschmeckt zu haben. Hier jetzt Black und Cream und Milchcreme, also auch wieder, aber als 14er Kombination. Und das nächste Dingen. Einfach hier mit White, Cream und Black einfach mal ein bisschen mehr Kontrast mit reingebracht und dann auf Sahne. Läuft aber gerade am wenigsten, deswegen werde ich das wahrscheinlich gleich auch nochmal umbauen, umtesten und weiter probieren. Ja, vom Spot her glaube ich ganz bekannt, altbekannt hier unten auf der Map. Das hier ist ja die Stelle, wo auch gerade die Albino-Barben reingehen. Hatte ich ja gestern auch endlich meine erste Albino-Barbe. Das ist natürlich sehr, sehr praktisch gewesen. Albino-Barbe auf dem Krebsschwanz. Schön mit 3 Kilo. Alter, richtig krass hier von den Barteln vorne. Sehr, sehr, sehr cool gemacht. Sehr nice, der Fisch. Die Albino-Barbe. Ja, das ist schon cool. Und da muss natürlich noch mehr gehen, ne? Also das Teil, da muss noch was gehen. Und wir wollen ja hier auch die Goldschleie. Deswegen habe ich hier auch die 14er Foams und da liebäugel ich allerdings damit auch noch ein bisschen kleiner reinzugehen. Also ich werde gleich mal hier testen auf diesem süßlich-sahnigen oder karamelligen in diese Richtung. Vielleicht doch nochmal auch auf Goldschleie zu gehen, vielleicht geht das hiermit, vielleicht läuft das ein bisschen, dass man hier eben was Feineres macht. Weißt du was, wir machen das einfach mal jetzt live und direkt, gucken wir uns das Ganze auch nochmal an. Ich nehme mal nur einen 4er Haken. Und dann gehen wir mal rein, trotzdem nochmal ins Creamige. Wir bleiben mal hier bei Cream 14. Und haben wir noch was mit Cream? Oder was? Oder Rosé könnte man auch nehmen. Ich glaube, ich mache mal Rosé. Rosé 13, genau. Oder Black 15. Ne, ich nehme mal klein. Wir haben hier schon Cream Black. Und dann haben wir hier Rosé.
Und dann bleibe ich, glaube ich, auf Milchcreme. Oder sollen wir Sahne nehmen? Weißt du was, wir nehmen mal die Sahne. Nee, ich bleibe auf Milchcreme. Ich bleibe mal auf Milchcreme. So, lassen wir das auch alles. Sieht man das so ein bisschen? Ah, bommelt jetzt natürlich hier doll rum. Aber so ein bisschen, komm, beruhig dich mal ein bisschen. Man sieht es, glaube ich, so ein bisschen, ne? Oben der Bereich jetzt hier gerade, oben weiß, dann schwarz, dann so ein rosa Bällchen. Und letzten Endes gucke ich einfach im Moment, welche Farbe haben Boilies in der Art. Und die Boilies in der Art, die, wenn die halt, sagen wir jetzt hier irgendwie, sagen wir mal Himbeere, wenn die rosa sind als Himbeere, dann nehme ich eben auch rosa Foam, Himbeerdip. Vielleicht noch eine Kontrastfarbe und dann raus damit. Also so gerade die Herangehensweise. Einfach erstmal nur, um das Ganze zu testen. Gucken wir mal, ob das liefert, ob das klappt. Genau. So. Ja, das Sickrig am Bärensee. Wie gesagt, im Moment läuft es schon mal ganz gut. Es ist jetzt so, ohne Futtermische, immer noch natürlich viel Testerei. Und ich schwanke halt die ganze Zeit damit, ob ich auch regelmäßig jetzt die Montagen ändere. Also ändere ich jetzt hier ständig die Tiefen oder bleibe ich einfach bei einer Tiefe, weil ja die Temperatur im Moment die ganze Zeit normal ist. Wir haben auch hier jetzt gerade gleich komplett Sonne, 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 was eigentlich gut ist. Konstant kann man dann einfach durchziehen, wenn das jetzt mehrfach so ist. Ist das immer schön. Also eine Temperatur konstant, dann ist das gar nicht so schlecht. Tja, aber es ist halt immer noch viel, viel Testerei. Und wie gesagt, das mit der Normaltemperatur, achso, da wollten wir nochmal reingucken. Ich habe jetzt hier 40 cm Länge, hier ist es 30 und hier ist es auch nochmal 30. Eigentlich müsste ich hier mal 20 machen auf das dritte Setup. Das hat auch am wenigsten geliefert bisher. Nein, verhakt. Das kriegen wir aber doch gelöst. Schön hier bis in den roten Bereich. Zack. Und dann mal gelöst. Jawohl. So, dann können wir in den Bereich wieder runtergehen. Also, hier ändern wir nochmal. Ich bleibe hier. Ne, ich gehe hier auch mal auf den Viererhaken. Einfach nur, dass ich vielleicht die Chance habe, die Goldschleie abzuhaken. Und ich gehe mal hier auf 20 cm Tiefe. 18er. Genau, 20 cm tief. Und auch hier jetzt mit dem, warte mal, nee, hier machen wir mal die andere Kombi. Also nicht, hier machen wir mal mit dem Maiskorn. Und dann gehen wir hier mal mit Kokossahne rein. Und dafür bleibe ich auf White. White, 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 White. White 13. Dann nehmen wir hier Kokossahne. Und auch hier Kokosdip. Und das Ganze auch hier wieder auf die 17 Meter raus. Gucken wir uns das, oh, jetzt bommelt es hier natürlich wieder. Gucken wir uns das nochmal eben kurz an. Und dann sieht man hier unten einfach eine weiße Kombi, ne? Einmal das Bällchen sozusagen, unten drunter das Maiskorn. Und genau so fliegt das jetzt quasi wieder mit raus. Auf die 17 Meter. Ja, zuletzt, wie gesagt, ein bisschen weiter rechts hier vor dem Grün war erfolgreicher als hier. Also in der Area auch eher mal die Barbe. Das werde ich jetzt gleich nochmal testen. Auch nochmal mit dem Krebsschwanz. Auch nochmal mit der Futtermische. Zur Barbe hatte ich ja auch schon ein Video gemacht. Einfach mal reingucken hier auf dem Kanal. Gibt es, wie gesagt, auch schon das Barben- oder ja das Albino-Barben-Video. Auch eine Futtermische dabei, die auch wohl schon geliefert hat, die Trophy. Von daher, toi toi toi, zieht raus die Dinger. Testen, testen, testen. Wir gehen jetzt die nächsten Tage natürlich erstmal komplett rein in die Aufgaben. Wenn du Bock hast, das nachzugucken, auf YouTube hier in der Kategorie Livestream kannst du natürlich auch immer noch nachschauen, wo, an welcher Stelle, wie, welche Aufgaben, wie wir da geangelt haben, was wir da abgeschlossen haben. Also die ersten Aufgaben sind hier schon erledigt. Das geht eigentlich relativ schnell. Und wir machen jetzt zurzeit im Livestream alles das, was so ein bisschen auf Masse geht. Also das hier zum Beispiel, fange 10 verschiedene davon. Hier 10 verschiedene und so weiter. Das machen wir dann einfach schön als Turnier im Livestream. Von daher Petri Lümmels, Daumen da lassen, wenn es gefallen hat. Bis später im Livestream. Und ja, ansonsten bis zum nächsten Mal im nächsten Video. Bis dahin.